Oh, shit. Also, Kivala! Well, he certainly got their attention. Jette-la, ou nous ouvrons le feu. My pleasure. Merde! Ah, oh, it would be a perfect time to stop, eh? Come on, damn it! Jump! Just mind your driving, will ya? Ah, our angel! Right on time! See you at the airfield, Sherry! To do this. Bosh are tricky bastards, you know. Yeah, tell him all about it. Waffe weg! I told you, didn't I? Let's do it, Limey. What a nice relation you have here, boys. Willkommen in Nordafrika, Oberstleutnant Hartmann. Wir haben Sie erwartet. Ich freue mich, sagen zu können, dass alle Vorbereitungen wie geplant laufen, Oberstleutnant. Ich habe die neuesten Informationen über das Deutsche Afrikakorps für Sie bereit und helfe Ihnen bei der Kriegsführung. Fangen wir mit den Grundlagen an. Wenn Sie mehr über die Benutzeroberfläche und die grundlegende Steuerung wissen möchten, gehen Sie zum Gebäude des Hauptquartiers. Wählen Sie zunächst mit einem Klick Ihren deutschen Helden Erich von Hartmann an. Rechtsklicken Sie anschließend aufs Hauptquartier, damit Ihr Held das Gebäude betritt. Bitte gehen Sie zum Hauptquartier weiter oder warten Sie auf den nächsten Tipp. Ich höre. Hier erfahren Sie etwas über die Benutzeroberfläche. Sie besteht aus vielen verschiedenen Bereichen. Wenn Sie Ihre Mission erfolgreich meistern wollen, sollten Sie sich gut damit vertraut machen. In der linken unteren Ecke sehen Sie die Minikarte. Dort finden Sie Hinweise, die Ihnen bei Ihrer Mission helfen. Grüne Punkte stehen für Ihre eigenen Einheiten,
Rote Punkte kennzeichnen gegnerische Einheiten und blaue Punkte repräsentieren verbündete Einheiten. Außerdem finden Sie auf der Minikarte Symbole, die für Ihre Helden stehen. Es lohnt sich, die Minikarte im Auge zu behalten, denn hier werden auch neue Aufgaben angezeigt. Rechts von der Minikarte finden Sie die Aktionsbuttons. Mit Linksklicks auf diese Buttons erteilen Sie angewählten Einheiten Befehle. Anschließend rechtsklicken Sie, um damit ein Ziel für die jeweilige Aktion zu bestimmen. Ist ein Button grau, steht die entsprechende Aktion nicht zur Verfügung. Ein gelb hervorgehobener Button bedeutet, dass die angewählten Einheiten den jeweiligen Befehl ausführen können. Mit Hotkeys können Sie ebenfalls verschiedene Aktionen einleiten. Der wichtigste Hotkey in diesem Spiel ist die Leertaste. Mit der Leertaste wird das Spiel unterbrochen. Das heißt, Sie können die aktuelle Lage überdenken und Ihren Einheiten nach reiflicher Überlegung neue Befehle erteilen. Über den Aktionsbuttons sehen Sie zwei Schalter. Einer ist dazu da, das Feuerverhalten der angewählten Einheiten zu bestimmen, der andere legt ihre Bewegungsart fest. Direkt daneben hilft Ihnen ein Kompass, sich auf dem Spielfeld zu orientieren. Im Lauf des Spiels können Sie mächtige Aktionen wie Luftangriff, Flugaufklärung oder Artillerieunterstützung erwerben. Sobald eine neue Aktion ausgeführt werden kann, setzt sie ein neues Symbol direkt unterhalb der Aktionsbuttons davon in Kenntnis. Das Informationsfenster füllt die Mitte des Bildschirms aus. Darüber sehen Sie das bzw. die Symbole Ihrer Helden. Weil Sie Ihre Helden im Lauf der Missionen am Leben erhalten müssen, werden die Gesundheitsanzeigen der Helden immer angezeigt. Behalten Sie diese Anzeigen im Auge. Per Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Symbol eines Helden wird er automatisch angewählt und die Kamera wird auf ihn zentriert. Das Informationsfenster zeigt angewählte Einheiten und deren Gesundheitsanzeigen, GP-Anzeigen. Falls nur eine Einheit angewählt ist, werden zusätzliche Informationen gezeigt, zum Beispiel der Einheitentyp, ihre Bewaffnung und andere statistische Werte. Sollte eine Einheit, Gebäude, Fahrzeug oder andere Ausrüstung angewählt werden, die Betriebspersonal benötigt, werden in der unteren Hälfte des Fensters Infanteriesymbole eingeblendet. Diese Symbole zeigen die Männer, die zur Bedienung der jeweiligen Ausrüstung bereitstehen. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, öffnet sich auf der rechten Seite das Nachrichtenfenster. Die Informationen in diesem Fenster sind äußerst wichtig. Mithilfe der Bildlaufleiste können Sie nach unten blättern. Klicken Sie auf OK, um das Nachrichtenfenster wieder zu schließen. Über jeder Einheit auf dem Spielfeld sind äußerst wichtige Informationen abzulesen. Gesundheitsanzeigen sind einfache Balken. Ein leerer Balken bedeutet, dass die jeweilige Einheit verloren ist. Über bemannten Fahrzeugen erscheint ein Symbol, falls ihre Ketten und/oder Türme beschädigt worden sind. Ihr Held wird durch ein Symbol kenntlich gemacht, um ihn von der normalen Infanterie zu unterscheiden. Aktionen wie Reparieren, Heilen oder Minenräumen werden ebenfalls durch Symbole angezeigt. Eine der nützlichsten Anzeigen überhaupt ist der Smart-Zeiger. Er weist darauf hin, ob ein Befehl von einer angewählten Einheit ausgeführt bzw. auf ein bestimmtes Ziel angewendet werden kann oder nicht. Allen Einheiten im Spiel ist eine Standardaktion zugewiesen. Der Cursor ändert seine Form, um auf diese Aktion hinzuweisen, wenn der Mauszeiger auf eine andere Einheit zeigt. Zum Beispiel wird über einer verbündeten Infanterieeinheit eine Spritze angezeigt, wenn es sich um einen Sanitäter handelt. Auf diese Weise können Befehle schnell erteilt werden, ohne dass man auf einen Aktionsbutton oder einen Hotkey zurückgreifen müsste. Ein grauer Schleier auf dem Gelände kennzeichnet bereits erforschte Abschnitte, in denen sich gegenwärtig keine verbündeten Einheiten aufhalten. In diesem Fall ist nur das Gelände sichtbar. Aktuelle Informationen über neutrale oder gegnerische Einheiten werden nicht geliefert. Die Kamera wird mit der Maus oder mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur gesteuert. Sie können die Kamera um volle 360 Grad drehen, sie neigen oder Panoramaeffekte erzielen, indem Sie die mittlere Maustaste drücken und die Maus bewegen.
Auch mit Hotkeys lassen sich diese Effekte erzielen. Nehmen wir zum Schluss dieses Teils ein paar wichtige Hotkeys vor, Oberstleutnant. Mit Tab schalten Sie in den Vollbildmodus, indem Sie die Benutzeroberfläche ein- bzw. ausschalten. Mit den Ziffernblocktasten Plus und Minus können Sie das Spieltempo ändern. Mit der Escape-Taste wird das Spielmenü eingeblendet. Tipps und Hinweise werden eingeblendet, wenn Sie T drücken. In diesem Fenster sind auch alle Hotkeys aufgeführt. Daneben finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Einheiten sowie Hinweise, wie das Spiel gehandhabt wird. Gut, jetzt kennen Sie die Benutzeroberfläche, Oberstleutnant. Bitte links klicken Sie auf OK. Würden Sie jetzt gern Ihre Truppen inspizieren, Oberstleutnant? Gehen Sie. Angewählte Einheiten können in Gruppen, Teams, organisiert und einer Ziffer zugewiesen werden. Halten Sie dazu die STRG-Taste gedrückt und drücken Sie eine Taste von 0 bis 9. Wenn Sie später eine angewählte Gruppe wieder aufrufen möchten, drücken Sie einfach die zugewiesene Ziffer. Wenn Sie eine Ziffer zweimal in schneller Folge drücken, zentrieren Sie die Kamera auf die zugehörige Gruppe. Sie bewegen eine angewählte Einheit, indem Sie auf den Ort rechts klicken, an den sich die Einheit begeben soll. Denken Sie daran, Infanterieeinheiten können auch kriechen. Die Bewegungsart einer Einheit hängt davon ab, wie der Schalter für die Bewegungsart eingestellt ist. Entweder hält eine Einheit ihre Position, Position halten, sie verschwindet, wenn eine gegnerische Einheit entdeckt wird, im Nahbereich bewegen, oder sie bewegt sich völlig frei, frei bewegen. Los! Sie sind soweit, Oberstleutnant. Nehmen Sie im Kübelwagen Platz oder gehen Sie zum rot markierten Abschnitt weiter. Ihre Männer erwarten Sie. Das sollte genügen. Ihre Truppen sind vollständig angetreten, Oberstleutnant. Bitte kommen Sie zum Kübelwagen zurück, wenn Sie Ihre Inspektion abgeschlossen haben. Oder gehen Sie zum grün markierten Abschnitt weiter. Natürlich können Sie auch hier auf die Parade warten, die in Kürze beginnt. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Herr Oberstleutnant Hartmann, die Afrikakorps-Division erwartet Ihre Inspektion. Ich stelle Ihnen Oberstleutnant Hartmann vor, Ihren zukünftigen Befehlshaber. Sie werden seinem Befehl folgen und ihn mit Ihrem Leben beschützen. Seine Anweisungen haben in jeder Ihrer Missionen absoluten Vorrang. Die Infanterie ist das Herz und die Seele des Afrikakorps. 8 verschiedene Arten von Infanterieeinheiten stehen zu Ihrer Verfügung. Jede Einheit ist darauf trainiert, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Durch besondere Bewaffnung und Fertigkeiten sind verschiedene Einheiten in der Lage, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Zum Beispiel kann ein Sanitäter Verwundete behandeln und ein Pionier kann Minen räumen. Die Auswahl an Fahrzeugen erstreckt sich vom leicht gepanzerten Spürfahrzeug bis hin zu Truppentransportern und Lastwagen, die Geschütze aufs Schlachtfeld transportieren können. Setzen Sie sie mit äußerster Vorsicht ein. Sie sind extrem anfällig gegen Angriffe. Panzer bilden das Rückgrat Ihrer Truppen. Sie sind schwer gepanzert und mit einem einzelnen Turm sowie einem Maschinengewehr ausgerüstet. Es ist nicht leicht, sie zu zerstören, und sie können jeder Art von Einheit schweren Schaden zufügen. Besonders wirksam sind sie aber gegen Infanterie. Alle Panzertypen haben individuelle Nachteile. Und natürlich sind sie nicht unbesiegbar. Falls Turm oder Ketten getroffen werden, bleiben sie nutzlos zurück. Die Besetzungsstärke, die für die Bedienung gebraucht wird, hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab. Panzer überrollen alles und jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Nur bei größeren Gebäuden müssen sie passen. Selbstfahrende Geschütze und Kanonen sind die Artillerieeinheiten von DRK. Gegen Infanterie und fest installierte Abwehranlagen sind sie äußerst wirksam einzusetzen.
Antipanzereinheiten können sehr effektiv Panzerungen durchbrechen und Panzer zerstören. Bestimmte Arten von Geschützen, zum Beispiel die FLAG 88, bieten Abwehrschutz gegen feindliche Flugzeuge und durchschlagen auch Panzerungen. Alle Einheiten außer der Infanterie werden an Erfahrung reicher, wenn sie eine Mission erfolgreich abschließen. Durch die gesammelte Erfahrung werden sie stärker. Die mächtigsten Einheiten der dritten Stufe werden Elitetruppen genannt. Und glauben Sie mir, Oberstleutnant, in der Schlacht verbreiten sie Furcht und Schrecken. Die Inspektion der Truppen haben wir hinter uns, Oberstleutnant. Nehmen Sie im Kübelwagen Platz oder gehen Sie zum grünen Abschnitt. Sehen wir uns an, wie eine Schlacht geschlagen wird. Wenn Sie sich mit Schlachten bereits vertraut gemacht haben, sollten Sie wieder im Kübelwagen Platz nehmen oder zum blau gekennzeichneten Abschnitt weitergehen. Wenn Sie dagegen das Schlachttutorial durchlaufen möchten, haben Sie bitte einen Augenblick Geduld. Die Grundlagen des Kampfs sind sehr einfach. Wählen Sie zuerst eine Ihrer Einheiten an und rechtsklicken Sie dann auf die gegnerische Einheit, die Sie angreifen wollen. Schon geht's los. Die Schlacht tobt so lange, bis eine der Kampfparteien aufgerieben ist. Eine nützliche Strategie kann darin bestehen, auf den Turm oder die Ketten eines Panzers zu schießen oder bestimmte Abschnitte, Stellungen oder Gebäude anzugreifen, die vom Feind gehalten werden. Jedes Fahrzeug und jede Ausrüstung braucht Bedienungspersonal, um eingesetzt werden zu können. Die Einsatzbedingungen sind optimal, wenn die maximale Besatzungsstärke für das jeweilige Fahrzeug bzw. die Ausrüstung gewährleistet ist. Benutzen Sie den Besetzen-Verlassen-Button der Benutzeroberfläche oder den Smart-Zeiger, um Fahrzeuge, Gebäude oder Ausrüstung zu besetzen bzw. zu verlassen. Infanterieeinheiten werden am besten gegen Angriffe geschützt, wenn man sie in Schützengräben und Gebäuden in Stellung bringt oder sie als Besatzung gepanzerter Fahrzeuge einteilt. Wenn bestimmte Fahrzeuge eingegraben bzw. mit Sandsäcken umgeben werden, verleiht ihnen das zusätzlichen Schutz. Allerdings müssen sie dann an Ort und Stelle bleiben. Auch gegnerische Infanterieeinheiten benutzen Gebäude zu ihrem Schutz. Wird ein Gebäude zerstört, gehen dabei auch die darin versteckten Einheiten verloren. Alles kann zerstört werden, Oberstleutnant, sogar Wracks. Geben Sie dazu einfach den Befehl Sturmangriff, STRG und Rechtsklick. Sobald gegnerische Fahrzeuge nicht mehr besetzt sind, können sie von ihrer eigenen Infanterie eingenommen werden. Beseitigen Sie die gegnerische Besatzung, ersetzen Sie sie durch eigene Leute und verschaffen Sie sich so zusätzliche Feuerstärke. Alle Ihre Einheiten verfügen über einen Wahrnehmungs- und einen Feuerbereich. Der innere grüne Kreis steht für den Bereich, innerhalb dessen gegnerische Verbände ausgemacht werden können. Der äußere grüne Kreis weist die Reichweite des Feuers aus. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Einheit und drücken Sie die Tasten STRG und W, damit diese Bereichskreise angezeigt werden. Beachten Sie, dass es auf die Angriffsrichtung ankommt, wenn Sie eine feindliche Einheit attackieren. Gepanzerte Einheiten sind vorn gut geschützt, aber hinten verletzlich. Und Sie sollten Spezialangriffe anwenden, um die Türme oder Ketten von Panzern zu zerstören. Das Feuerverhalten einer Einheit hängt davon ab, wie der Schalter für das Feuerverhalten eingestellt ist. Laut Vorgabe sind alle Ihre Einheiten auf Feuerfrei eingestellt. Wenn Sie die Einstellung auf Feuer zurückhalten ändern, können Sie den Feind unter Umständen überraschen oder Ihre Truppen in einen wohlgeordneten Kampf führen. Sie dürfen in dem Fall aber nicht vergessen, Ihren Einheiten Befehle zu erteilen, sonst werden sie im Nullkommanichts aufgerieben. Auch das Oberkommando wird alles tun, um Ihnen bei Ihren Missionen zu helfen. Es unterstützt Sie mit Flugaufklärung oder Bomben sowie Artillerie. Einmal aktiv, das entsprechende Symbol erscheint, müssen Sie lediglich ein Ziel nennen und schon geht's los, Oberstleutnant. Um diesen Teil des Tutorials abzuschließen, nehmen Sie bitte im Wagen Platz oder gehen Sie zum blau gekennzeichneten Abschnitt weiter, um sich eine schnelle Übersicht über die Aktionen zu verschaffen, die Ihre Leute auf dem Schlachtfeld ausführen können.
Machen wir es doch so. Damit kommen wir zum letzten Teil unseres Tutorials, Oberstleutnant. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Geschichte einzulassen oder eine der Kampagnen anzugehen, folgen Sie mir bitte oder gehen Sie durch diese Tür zum Schießstand. Sie können den Rest Ihrer Ausbildung überspringen, indem Sie hier bleiben. Hier in Nordafrika werden Minen recht häufig eingesetzt. Deshalb sind Ihre Pioniereinheiten äußerst wertvoll. Alle Infanterieeinheiten können Minen aufspüren, aber nur Pioniere können sie entschärfen, räumen. Soldaten zu Fuß lösen Minen nicht aus, denn diese Minen sind gebaut, um Fahrzeugen Schaden zuzufügen, die über sie hinwegfahren. Wenn Sie das Bewegungsverhalten eines Pioniers auf frei bewegen einstellen, räumt er automatisch alle Minen, die er entdeckt. Der Sanitäter folgt der gleichen Logik. Er versorgt alle Einheiten, die Sie angewählt haben. Wenn Sie sein Verhalten jedoch auf frei bewegen einstellen, eilt er allen verwundeten Infanterieeinheiten in seinem Wahrnehmungsbereich zu Hilfe. Auch Ihre Fahrzeuge müssen möglicherweise gewartet werden, denn Sie können Schaden nehmen, wenn Sie im Kampfeinsatz sind. Benutzen Sie ein Reparaturfahrzeug, um eine Zerstörung zu vermeiden. Am wirksamsten kann das Fahrzeug in Aktion treten, wenn Sie sein Verhalten auf frei bewegen einstellen. Der Nachschub spielt im Krieg eine entscheidende Rolle. Mit Transportern können Sie Infanterie schneller an Ihren Bestimmungsort bringen. Einige Lastwagen können auch Geschütze und Artillerie ziehen. Sobald Sie das Symbol erreicht haben, klicken Sie einfach noch einmal auf das Ziehen-Symbol. Daraufhin wird Ihre Artillerie abgehängt und ist feuerbereit. Jetzt können Sie zum Schießstand weitergehen, Oberstleutnant. Folgen Sie mir oder gehen Sie durch das Tor in den geschlossenen Abschnitt weiter. Oberstleutnant Hartmann bereit. Auf der Stelle. Los! Ich glaube, wir haben alles besprochen, Oberstleutnant. Jetzt sind Sie bereit, Ihre Einheiten zu befehligen und den Feind zu besiegen. Halten Sie diese Position, über der die deutsche Fahne weht. Unternehmen Sie anschließend einen Gegenangriff, finden Sie die gegnerische Fahne und nehmen Sie sie ein. Ihre Truppen sind einsatzbereit und können es kaum noch erwarten, Oberstleutnant. Es wird Zeit, dem Feind eine Lehre zu erteilen, die er so schnell nicht vergessen wird.